So. Das ist Kinderherz, kann man immer gebrauchen. Hab gehört, Hillary Clinton ist da auch ganz groß dabei, hat mir mein Freund Xavier erzählt. Evil Range Shot Speed Up. Also das Ding mit dem Pipi hier ist halt, dass die Range krass runtergesetzt wird, aber die Geschwindigkeit halt super hoch. Aber ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, dass ich das nicht möchte. Das Gelbe darf es nicht nehmen. Ja. Das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, das, worauf ich. Also, wenn du halt die Chance hast, danach noch wirklich deine Range zu erhöhen, kann man das mal machen. Aber irgendwie dann auch nicht. Also jetzt auf jeden Fall ist mir das zu riskant. Sonst, ich werde hier wahnsinnig. Das geht nur schief. Dann verschlimmert sich mein Geisteszustand noch mehr, als es ohnehin schon der Fall ist. So, guck mal. Den ersten Hit haben wir jetzt auch schon kassiert. Sehr gut. Einmal ohne Schaden hier durchkommen. Zumindest durch die erste Ebene. Das wäre schön. So schön. Oh Gott. Bomben! Aus einer Bombenfabrik. Good old SpongeBob. So, Bomben spinnen. Macht mich wieder sehr traurig. Oh Gott. So. Ja, ich merke tatsächlich gerade diese Konzentrationsmomente. Da sind natürlich die Tastaturgeräusche. Kann ich mir vorstellen, dass die nervig sind. Da müssen wir mal dran arbeiten. Eines Tages. Wir sind ja noch im Beta-Modus. Ich habe mir fest vorgenommen, das ab jetzt so zu nennen. Diese Streams, die noch bis Sonntag stattfinden werden. Es ist einfach der Beta-Test. Das gefällt mir. Dafür haben wir jetzt ein bisschen weniger Damage, aber hey. Hey ho, let's go. Das war gerade eben cool, aber vielleicht schaffen wir es auch ohne. Und zwar, indem wir uns einfach wie so ein kleiner Feigling verstecken. Hallo, Famine. Könnten wir bitte aufhören? Danke. So. 15 Münzen haben wir noch. Nehmen wir uns mal so ein Hundefutter. Lecker, lecker. Ich höre keine Tastatur. Das mit der Tastatur war auch nur, als gerade keine Musik lief, weil du im Titelbildschirm warst und nichts gesagt hattest. Ach so. Ah, ja. Ja, man kann ja trotzdem noch mal ein paar Dezibel am Noise Gate schrauben. Und gucken. Das wäre was. Ich sag mal, wenn's. Ja, ich bin Perfektionist. Aber manchmal bin ich auch einfach so fuck it. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass so die kleinen Sachen, so eine Kleinigkeit, ja, das kriegen wir noch irgendwie hin. Aber. Bei größeren Sachen, keine Ahnung, brauche ich Hilfe von einem Erwachsenen oder so. Temperance. Ziemlich schreckliche Karte.
Ah, das Fliegenglas brauchen wir eigentlich auch nicht. Den Löffel brauchen wir auch nicht. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Den machen wir kaputt. Kaputt! So, euch beide auch. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Aha. Alter, all stats up. Ich rieche doch wieder einen Run, der etwas besser als komplett Kacke sein könnte. Eines Tages, Kinder. Habe es euch gesagt, wir spielen hier so lange, bis wir Lilith haben. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich die Musik aus dem alten Isaac besser finde. Ich glaube, dazu stehe ich auch immer noch. Aber ich finde die Musik vom Neuen gar nicht so schrecklich, wie ich immer dachte. Ich mag die E-Gitarre im Hintergrund. Hat was? Kann man schon so machen. Irgendwann installiere ich mal die Mod mit der alten Musik, dann hört ihr die Classic Tunes hier. Wisst ihr, wie das Oldschool war damals, als ich noch das alte Isaac gespielt habe, obwohl es das neue schon längst gab? Ich bin richtiger OG. Ja, der Gesang ist wirklich besonders, danke. Früher war alles besser. Mhm. Tatsächlich in Sachen Isaac nicht. Das alte Isaac war ziemlich schrecklich, technisch. Weil es halt... Es war halt ein altes Flash-Game. So, das hat er mal irgendwie für einen Wettbewerb schnell in Flash zusammengestellt, weil das so die Parameter waren. Schnell und Flash. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich verkaufe es, weil die Leute das gut fanden. Ja, früher war alles besser, zum Beispiel gestern Morgen, als ich den Stream noch nicht kannte. Ja, ja, da war unser Leben, also unser aller Leben besser. Habe ich auf dieser Ebene tatsächlich gerade keinen Schaden genommen? Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob ich meinen Augen trauen kann. So, hier wollten wir, glaube ich, gar nichts mehr haben, ne? Nee. Das war unerwartet. Nom nom nom. Oh, es war eine Rasierklinge drin. Hm, schade. Flaming Tears. Oh boy, Monstrous Lunge. Ich fürchte, es ist wie alles, was ich mache, ein Fehler. Aber ich will Monstrous Lunge. Nein, es ist kein Fehler. Es setzt die Geschwindigkeit gar nicht herab. Nice. Guckt es euch an. Ist es nicht schön? Habt ihr, also abgesehen vom pinken Laser, habt ihr jemals was Schönes gesehen, Schöneres gesehen? Nein? Okay, gut. Es ist jetzt seit gestern das dritte Mal, dass ich Muddys Unterbuchse hier in einem Greed-Mode bekomme. Aber hey, die Range ist inzwischen gar nicht mal mehr so kacke. Oh, das ist schön. Kinder, Monstrous Lunge ist super. Gerade mit Laser zusammen. Pink wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Ja, man kann halt nicht alles haben. Man muss sich auch mal mit dem wenigen zufrieden geben, was man hat. Das war traurig. Das war noch trauriger. Entschuldigung, lieber Geist. Alter. Hallo, können wir jetzt bitte mal wieder den Skill auspacken? Also das bisschen, was ich habe, bitte, möglicherweise.
Ja, es ist auch viel angenehmer, gegen diese Gegner zu kämpfen, wenn man den Laser hat, weil man die ansonsten von hinten treffen müsste. Wie man am Skin ja schon erkennen könnte. Das Gehirn ist halt ein bisschen empfindlicher als Knochen. Auch im echten Leben tatsächlich. Und deshalb sieht das so aus. So, was wollen wir hier? Ein Schlüssel. Um mal hier reinzugucken. Das wollen wir tatsächlich nicht, glaube ich. Ah, wollen wir das? Aufgrund der Range vielleicht gar nicht. Nein, nein, wir wollen es nicht. Punkt. Fertig. Aus. Ich soll mich mit dem zufrieden geben, was man hat. Kennst du mich überhaupt? Ich weiß, dass du derjenige bist, der immer Dinge vorbestellt, sagt, er hat kein Geld und am Ende, keine Ahnung, No Man's Sky in der Sammler Edition hat. Oh, das war wieder so blöd. Ich bin wieder über diesen Knopf, dann... Das war unnötig. Ich bin richtig, richtig konzentriert. Merke, mehr konzentrieren, wenn man über diesen Knopf läuft. Doch, ich will dieses VR-Brillending will ich nicht haben. Ich bin mir da jetzt sehr sicher. Das wollen wir nicht. Kuckucksmilch, was soll ich denn damit? Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich dir so jetzt auch nicht sagen. Noch mehr Hundefutter. Einen Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Na komm, nehmen wir das Hundefutter mit und gucken, was passiert. Hier haben wir Sticky Bomb Shot. Und All Stats Up wieder. Jetzt noch Quad Shot. Ja, dann wäre die Geschwindigkeit wieder so gering. Ich glaube, ich bin mit dem aktuellen Setup ganz gut dabei. Vor allen Dingen, weil wir jetzt das zweite All-Stats-Up haben. Das ist ziemlich mächtig. So, diese Fleischmänner. Wir haben auch einen guten Schaden. Also auch da... Oh. Ich habe es wieder getan. Kinder, echt jetzt. Kann mir mal jemand beibringen, worauf ich so achten muss? Das ist so vermutlich besser als ein Death Counter. Wie oft bin ich über diesen blöden Knopf gerannt? Ohne dass es mir irgendwas gebracht hat. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. So macht Isaac Spaß. Wir hatten gestern viele Runs, die sehr mittelmäßig waren. Aber heute sind hier die Viecher, die in vier Richtungen sprühen. Das ist tatsächlich ziemlich schrecklich, wie man gesehen hat. Das lernst du nie. Studenten halt. Hey, 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 hey. Ich habe schon viel in meinem Leben gelernt. Ich habe auch viel wieder vergessen. Ja, nice. Guck mal, ich kann auch einfach so lange stehen bleiben, bis ich einfach umgebracht werde. Wie wär's damit? Soll ich daraus was lernen? Ich glaube nicht. So, was kommt uns jetzt hier entgegen? Skrolex! Heiner. Hui! Zeig uns deinen Popo. Hallöchen. Wusch. So. Jetzt ist er nur noch Grütze und ich kann mir meine Püppi hier kaufen. So, Range und Tears up. Nice. Ich bin sehr glücklich darüber gerade, merkt man vielleicht. Will ich schon auf den Devil Deal? Nee, wir gehen... Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gerade ist. Ich will da jetzt nicht
unnötigerweise Risiken eingehen. Ich meine, auch der Damage ist okay. Kann man eigentlich so nichts gegen sagen. Das hier ist übrigens Pokémon Go. Für die, die es noch nicht wissen. Jetzt ist Geld aber kein Problem mehr. Nee, Greed. Also, schon echt krass jetzt. Ja, gut, das dachte ich halt im letzten Run auch. Aber jetzt haben wir nochmal ein Damage-Up. Stirb! Nicht auf den Knopf. Nein, böse. Weg. Hallo, du siehst nicht glücklich aus. Ich glaube, ich habe ihn von seinem Leid erlöst oder so. Ich versuche es mir einzureden. Hallo, Envy. Hallo, Krankenwagen. Das ist das Gute, die ganzen... Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so eine Sache ist. Aber ich weiß, dass Cold Mirror immer drüber geflucht hat, dass Krankenwagen ihr die Aufnahme versauen. Weil sie direkt neben einer Feuerwache gewohnt hat oder so. Und weil ich halt A, in der Nebenstraße wohne und B, in der Nebenstraße halt das Haus noch nicht mal an der Straße steht, sondern mit einem Fußweg so ein bisschen abgesetzt ist. Schon ziemlich gut. Dann hört man den Kram nicht so laut, auch bei offenem Fenster. Krankenwagen an einer Feuerwache? Ja. Da stehen sie auch manchmal rum. Also bei uns jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, war noch nie bei Cold Mirror zu Hause. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so. So, wir brauchen trotzdem hier noch so einen Schlüssel. Ich will wissen, was in dem Goldraum steckt. Hallo! Oh, es ist ein Rasierer. Das ist tatsächlich ziemlich scharf. Yes Mother, was war Yes Mother nochmal für eine Transformation? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wohne neben einem Flughafen. Mobongo, dafür kann man bei dir mehr als genug anderes hören. Das ist leider wahr. Ich bin ja nur froh, dass man noch nie live im Stream gehört hat, also nur laute Kinder gehört hat und nicht das andere, was ich manchmal von unter mir höre. Das ist nicht schön. Aber das ist meistens sehr spät in der Nacht und nur für wenige Sekunden. Deshalb. Also wenn es meinem Nachbarn sehr, sehr gut geht, kommt das vor. Wenn ihr mir folgen könnt. Alter, habt ihr die Skills gesehen? Habt ihr das gesehen? So, wir versuchen trotzdem unser Glück beim Devil Deal. Habe ich jetzt beschlossen. Und das war der Moment, wo wir... Also, wo hier einfach alles vorbeigegangen ist, vermutlich. Also wir werden in einer Viertelstunde zurückblicken und sagen, genau hier ist alles schiefgelaufen. An diesem Punkt. Hallo, Lisa und so. Hallo, Lisa. Willkommen bei The Binding of Isaac. Nacox, Alter. Solange man dabei die Kinder nicht hört. Ja, sozusagen das Einzige, was mich dabei irritiert, ist, wenn ich das höre, dann müssen seine Kinder das doch auch hören. Die schlafen direkt im Zimmer nebenan. Ich meine, kein Wunder, dass mit den Kindern nichts was nicht stimmt. So. Nee, aber es ist tatsächlich interessant, dass bei meinen Discord-Einstellungen schaffen die Kinder draußen
Woher weißt du, wo die schlafen? Das ist ein Vier-Parteien-Haus. Du weißt, wo welches Zimmer ist unten. Also es ist tatsächlich, wenn Jorg und ich telefonieren über Discord, kommt es manchmal vor, dass die Schreie von den Kindern draußen. Ah, das ist praktisch. Das Mikrofon anlocken. Und das, ist nicht so cool. Tatsächlich ist es irgendwie immer sehr anstrengend. So. Ja, aber genau, es ist, hier weiß jeder, wo welches Zimmer ist. Man sieht, ah, guck mal, ich bin wieder über den Knopf gelaufen. Da sollten wir tatsächlich mal einen Counter einbauen. Hey, hey Kumpel, hey. Du willst es doch auch. Hui. Ja, wir sind wieder eine Stage vor Greed. Jetzt zählt's. Oh, ich höre Mutti. Muttis Toucherchen sind schon ziemlich abgenagt, tatsächlich. Ist ja auch schon lange her, dass ich sie das erste Mal besiegt habe. Ist ja einfach die Bibel auf den Kopf gefallen. In gewisser Weise vielleicht Gottes gerechte Strafe. Okay. Jetzt sind wieder die Rackmänner. Da! Konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich. So. Bumm. Und bumm. Gut. Wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die Isaac spielen. Es ist ganz praktisch. Ich bin, wie du vielleicht auf dem Kanal siehst, ein Neueinsteiger in das Twitch-Game. Und jetzt solange, wie ich es nenne, die Beta-Phase noch läuft, ist das halt ganz gut, um sich größere Projekte nicht durch Anfängerfehler zu versauen. Der Anfang des Streams heute war ziemlich schrecklich, von den Einstellungen her. Ja, und noch so ein bisschen Kleinkram. Und auch zwischendrin, also wenn man irgendwie zwischen zwei großen Projekten steckt oder so, mal eine Folge Isaac, wird es hier bestimmt immer mal geben. Ich habe aktuell auf jeden Fall viel Bock. Kannst dir gerne mal öfter reinschauen, wenn dir auch mein Commentary gefällt und so. Ich meine, das muss ja auch passen. Warum bin ich hier wieder gegengelaufen? Das ist. Ich will da oben doch nichts kaufen, wenn ich nichts sehen kann. Ja. Ja, aber gibt erstaunlich wenig Leute, die. So, Jorge gibt ein Eis aus, habe ich gehört. Das ist ein schrecklicher Bosskampf. Das ist mal wieder einer von denen, die einfach unfair sind. Meh. Aber ja, hey. Ah, wir haben es überlebt. Und der Schaden ist wirklich gut. Komm, jetzt muss das mit Greed doch wirklich klappen. Also wir haben halt auch deutlich schnellere Schussfrequenz. Ich laufe nicht zum Sie über den Knopf. Ich nehme Kaktuseis. Ach so, ich gebe jedem ein Eis aus. Oh. Hab das Kleingedruckte nicht gelesen, sorry. Kaktuseis liegt noch gerade im Budget. Das war damals nach dem Schwimmen, als ich meine Schwimmabzeichen gemacht habe, gab es immer ein Eis. Und,
nach dem Training. Und da gab es natürlich auch Regeln, wie teuer das Eis sein durfte. Und das Kaktuseis war halt, egal wie gut gelaunt meine Eltern gerade waren, halt immer im Preis drin, weil ich glaube, das kostet, naja, heute kostet es bestimmt über 1 Euro, aber seinerzeit war das ein Centartikel, 60, 70, 80 Cent. Dafür kann man das mal mitnehmen, so nach dem Schwimmunterricht. So, Kinder, der Vorboss. Das war unspektakulär. Ja, jetzt zählt's, ne? Hallo, Greed. Ultra Greed, pardon. Seinerzeit, sagt er, der Jungspund. Ja. Du bist 2 Monate älter? No offense. Ja. Ja, aber tatsächlich, ich scheine ja tatsächlich die zu. Tatsächlich. Ich scheine tatsächlich zu viel tatsächlich zu sagen. Also die neu dazugekommenen Zuschauer sind ja eher volljährig. Das ist beruhigend, glaube ich. Ich glaube, Greed hat ein schlechtes Aktiengeschäft gemacht, oder? Was ist die Story hinter Greed? Ich meine, offensichtlich wollte er sich aufhängen. Das ist schon mal sehr traurig. Aber warum spawnt er sich hier jetzt wieder Leben? Das ist nicht gut. Und Bomben. So, Kinder. Wird es dieses Mal was? Ich diskutiere nicht mehr drüber. Ich versuche einfach zu überleben. Das ist, glaube ich, die beste Chance, die ich habe. Einfach nicht drüber nachdenken, einfach machen. Einfach machen, Kinder, einfach machen. Denkt nicht nach, was die Folgen sein könnten. Bomben aus einer Bombenfabrik zum Beispiel. Haben meistens sehr viele schlechte Folgen. Alter, warum... Das hat er die letzten beiden Male, dass wir den heute gesehen haben, hat er das nie gemacht, ne? Die ihn regenerieren zu spawnen. Aber immerhin hat er die Schlüssel nicht gemacht. Die waren schrecklich. Schon wieder. Das ist, good old RNG. Ja, renn in ihn rein. Ist gut. Stirb einfach nochmal kurz vor Schluss. So, und mit diesem Setup funktioniert das hier auch deutlich besser als gerade eben mit dem Quadshot, der ja auch relativ cool war, aber oh boy, ist es das? Ist es das? Ich habe ja angegeben, dass sich der Kanal an Erwachsene richtet, deshalb kann ich das sagen. Ich glaube, ich bin gerade gekommen. Das war kein Lack, das war Können. Danke. Oh, war das schrecklich. Oh, scheiße, Mann. 2 Stunden. Ja, wir haben es geschafft, tatsächlich. Oh, jetzt können wir Lilith ausprobieren. Und zwar interessanterweise, es wird euch vielleicht wundern, aber im normalen Modus, nicht im Greed-Mode. Dafür habe ich für heute, glaube ich, genug. Oh, darauf erstmal ein Trinken hier. Oh, fick die Henne. Ich hoffe, das Glucksen hat euch gefallen.
Alter, Lucky Pennies. Das müsste ein Ending sein, was ich noch nicht hatte. Glücklich. Ja. So viel zum Thema. Da ist sie. Good old Lilith. Dann wollen wir mal, ne? Wollen wir mal gucken, was sie kann. Ich glaube, sie, genau, kann selber nicht weinen, nur ihre Begleiter können weinen. Was ist das nochmal für eine Box, mit der sie startet? Oh. Kann ich einen zweiten, Kumpel mit spawnen, scheinbar. Ja. Ist auf jeden Fall mal ein anderes Spielgefühl. Gibt's auch Challenges, glaube ich. Hier den Family Man, glaube ich. Da hat er 4 Begleiter oder sowas. Und ist halt selber blindfolded. Heißt es, glaube ich, im Jargon. Ist mir gerade doch mal das Hotel-WLAN abgeschmiert. Oh nein. Gut, ne? Also letztlich, ich wollte gerade sagen, andere Leute gucken sich die Berliner Clubszene an, wenn sie in Berlin im Urlaub sind. Aber ist ja nicht. Wobei die Schlauchbootpartys sollen relativ cool sein. Da kann man super demonstrieren. Habe ich übrigens gelesen, dass auf einer Black Lives Matter Demo in Australien Corona übertragen wurde. Also das, was alle gesagt haben, das wird leider passieren. Und ich meine, ist ja keine Frage, nobler Grund für Black Lives Matter zu demonstrieren. Aber ohne Abstandsregeln lösen wir vielleicht durch die Demonstration ein Problem, aber schaffen ein weiteres, neues. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Kennt sich wer mit Rebirth aus? So halb. Also das ist ja hier Afterbirth Plus. Also das zweite DLC. Das zweite Add-on zu Rebirth. Ist ja sozusagen einfach das gleiche, nur mit ein bisschen mehr. Was hast du denn für eine Frage? Vielleicht. Also man sollte nicht viel darauf geben, was ich über Isaac sage. Ah, Telepilz. Hallo, Shop. Corona ist doch eh schon vorbei. Ja, genau. Das ist die Einstellung, die die Leute haben. Das ist ziemlich schrecklich. Aber hey, was sollst du machen? Dummheit stirbt nicht aus. Leider auf keiner Seite. Und ich meine, man kann ja mit Abstand demonstrieren. Das ist ja möglich. So traurig ist es, die. Also viele, gerade so die Reiseunternehmen, habe ich gesehen, haben sie gezeigt, Busunternehmen, die gestreikt haben, die haben feinsäuberlich sich hingestellt auf irgendeinen großen Platz, Radau gemacht, aber eben mit Abstand. Das war ziemlich gut. Weil es waren sehr viele Leute, dadurch haben sie natürlich durch den Abstand eigentlich auch einen riesigen Platz eingenommen.
Und das hat schon Eindruck gemacht. So, dieser Raum hier ist tatsächlich gar nicht so cool. Ich weiß nicht, das ist halt... Das zieht doch so eine gute Sache auch ein bisschen in Dreck, oder? Startet Isaac nicht mit dem D6. Das macht er erst nach... Man muss irgendwas mit ihm besiegen. Muss man Moms Heart mit ihm besiegen? Ich weiß es nicht. Also am Anfang auf jeden Fall nicht. Das dauert ein bisschen, bis er den für den Anfang kriegt. Den schaltest du irgendwo frei. Also sobald der D6 als Item freigeschaltet ist... sobald der D6 als Item freigeschaltet ist, kriegst du das auch mit Isaac als Start-Item. Musst du mal im Wiki nachgucken, womit du den Würfel freischaltest. Aber das sollte relativ früh sein. Kann auch sein, dass du die Chest fertig machen musst mit Isaac. Irgendwie so. Ach so, dann ist das die Kathedrale, die du machen musst. Ja, das ist denn tatsächlich merkwürdig. Wenn du alles sonst alles gemacht hast. Aber eigentlich musst du sonst noch mal gucken. Das siehst du ja in den im Auswahlbildschirm, Charakterauswahlbildschirm, was du schon geschafft hast. Vielleicht, findest du dadurch ja heraus, ob es doch fehlt. Und wenn nicht, keine Ahnung, was ihn so durcheinander bringen könnte. Hast du Mods irgendwie benutzt? Das kann ja manchmal Kompatibilitätsprobleme verursachen. Das war traurig. Ja, also theoretisch müsste der D6 freigeschaltet sein, wenn du, ich glaube, mit Isaac besiegt hast. So verwirrend es klingt. Ja, wofür streiken die Busfahrer? Naja, die streiken halt auch für... also es geht um Reisebusunternehmen. Die streiken natürlich dafür, dass sie wieder... entweder wieder fahren dürfen oder... bessere Rettung bekommen vom Staat. Die sind ja auch gerade ziemlich... gelackmeiert in der Situation. Wenn man Seeds verwendet, schaltet man dann auch Sachen frei. Ich glaube, mit Seeds nicht. Ich glaube, mit Seeds nicht. What did I do here? Ja, ich stelle mich wieder an. Auf jeden Fall. Richtig gut. Und ich suche immer noch den zweiten Goldraum auf dieser Ebene. Und versuche dabei nicht zu sterben, was sich als schwierig darstellt. Da ist er. Da ist der Schlingel ja. Der kleine Süße. Und wenn in diesem Goldraum jetzt kein nettes Item ist, ne? Dann werde ich sehr, sehr wütend. So, Devil Deal ist schon mal weg. Das habe ich gut gemacht hier. Ich call's jetzt schon. Lilith. Nicht mein Lieblingscharakter. Ja, es ist, tatsächlich ein sehr schreckliches Item. Macht mich nicht sehr glücklich. Leerzeichen-Item und dann noch nicht mal ein gutes. Ziemlich trauriges Leben, was ich hier führe. So, sammeln wir hier das Herz auf. Und gucken, wo uns das hinführt. Die Karte wollen wir natürlich mitnehmen. Es ist der kleine Horn.
Hallo, Kleiner. Ja, also das, zumindest ist es ein Charakter, wo man sich einspielen muss, ne? Das ist, glaube ich, relativ klar durch diese Latenz, die man ja in der Bewegung hat vom Partner. Oh, und der Schaden, es hat halt einfach keinen Schaden. Ich brauche gleich auf jeden Fall nochmal einen etwas befriedigerenden, glaube ich. Ich kann noch nicht mal mehr reden. Ihr merkt, es neigt sich dem Ende zu. Aber einen Run machen wir noch mit einem normalen Charakter, bitte. Das wäre herzallerliebst tatsächlich. So, jetzt. Ja, du auch. Okay, wir kriegen ein Leben dazu. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt der Ragman und das wird nicht gut ausgehen, fürchte ich. Denn der gute alte Ragman ist nicht unbedingt mein... ich kann ja nicht mehr fliegen, ich bin ja nicht mehr Azazel. Traurige Geschichte, aber eine wahre Geschichte. X-Faktor, das Unfassbare. So, können wir vielleicht versuchen, den Dingsies auszuweichen. Den Tränen. Ihr wisst ja, wie man sagt, Tränen lügen nicht. Liegt größtenteils daran, dass sie einfach auch sehr schweigsam sind. Finally. Ja, mal sehen. Oh. Da ist ihm was aus der Hose gefallen. Willkommen. Und jetzt nicht... ihr seid mir ein bisschen zu aufdringlich. Die Slow Shots sind, glaube ich, sehr praktisch. In unserer momentanen Situation. Alter. Sprich Deutsch. Ja, ich versuch's. Ich geb wirklich mein Bestes. Aber es ist manchmal nicht gut genug. Ja, mal gucken, wie lange wir mit diesem halben Herz noch überleben. Man soll ja optimistisch bleiben, aber so viel Optimismus habe ich gerade gar nicht mehr übrig. Aber ich kann mir schon vorstellen, eines Tages werde ich mit Lilith warm. Es wird der Tag kommen. Da werden wir, also BFFs. Wohingegen diese Spinnen, mit denen werde ich mich nicht anfreunden. Die werden immer schrecklich sein. And he dead. Jorge, du magst auch gar nichts. Du bist ein sehr unzufriedener junger Mann.
So. And then let's have a look at what we want to do else.